Part 50, Mission 25, im zweiten Durchgang an die Tröge. Ja, ihr werdet wahrscheinlich bemerkt haben, ich habe nichts rausgeschnitten, weil 4 und 5 Versuche und der Part geht nicht allzu lang, lasse ich drin. Also ich habe nichts rausgeschnitten und das wird jetzt auch nicht der Fall sein bei der letzten Mission. Da gehe ich jetzt einfach mal stark von aus. Nämlich Neutrogen. Und dann habe ich den zweiten Durchgang zum ersten Mal im LP geschafft. Ja, das war wie bei Crash Bash 200%, wo ich sagen muss, Crash Bash 200% ist schwerer. Schwerer als hier Latrinendienst. Neutrogland, der Grund, warum wir diesen Krieg begonnen haben. Der Grund, warum wir seit 3 Jahren dieselbe Unterwäsche trägt. Wenn ihr diese Insel einnehmen, werden unsere Tröge für immer gefüllt sein. Jetzt kommt Sticker. Warte, das Unerwartete? Nein, das will ich nicht. Das will ich jetzt mal zeigen, wie man das umgehen kann. Ihr wagt es nicht zu versagen, was das gehört. Die Fasspumpe. Wie dem auch sei, ich werde einfach den normalen Trick benutzen, den wahrscheinlich viele von euch kennen, die dieses Spiel auch kennen. Beziehungsweise, ich habe ja schon den halben Trick gezeigt. Man stellt sich auf den MMG-Stand, dann ist der eigentlich komplett verwirrt. Und kommt in der Regel raus. Und ich setze jetzt hier auch aus. Und der müsste jetzt rauskommen, theoretisch. Ja, das macht er auch im schweren Modus, okay. Und er setzt aus. Na gut, jetzt kommt das halt das Schwierige da dran. Der hat jetzt natürlich 90, den jetzt zu erledigen, ist halt jetzt ein bisschen schwerer. Aber eigentlich sollte das mit der Cluster gut funktionieren. Ah, am liebsten hätte ich mir den Jetpack noch weiter geschwächt, aber nee. Schluss mit lustig, Kerlchen! Aber es reicht jetzt ernsthaft nicht. Obwohl der schon so gut gesetzt war, der Schuss. Okay. Ich nehme Luftschlag. Mit Luftschlag ziehe ich definitiv so viel ab. Aber meist mache ich so schwer mit der Cluster. Der Luftschlag sieht ja in der Regel immer 90. Aber der steht mir zu nah am Wasser dann da unten. Der muss vergiftet sein. Dann geht das eigentlich besser. Mit der Cluster. Einfach sich hier draufstehen. Wie gesagt, der kommt dann da raus. Ihr habt es gesehen. Fällt dann hier runter. Wieder nicht perfekt. Ist aber jetzt auch wurscht. Du machst jetzt einen Luftschlag. Luftschlag und dann ist hier Feierabend. So. Das müsste es dann gewesen sein. Auch mit diesem Let's Play. Weil das glaube ich jetzt ernsthaft nicht. Ey, es gibt es nicht. Oh Mann, ey. Kein Kommentar, ey. Das ist eigentlich so einfach und das Einfachste, das gelingt mir nicht. Ja. Und es ist Latrinendienst in 4 oder 5 Versuchen und die Kacke in die Fuh, ey. Seh mal so einfach und trotzdem schaffst du es nicht. Weil dieser Spaten wieder mit einem überlebt hat. Ah, endlich. Oh, jetzt geht jetzt ziemlich nah am Wasser. Ja, nee, ist klar. Ach, scheiß drauf. Das muss kesseln. Das soll kesseln auch. Das soll richtig, richtig kesseln jetzt. Komm, skip, skip, skip. Jawoll. Oh, geht doch. Gut so. Den Rest schaffst du auch noch. Das war's. Yippie. Ne, ich habe alles gezeigt, was ich zeigen wollte.
Klar, das mit den 5 Orden im Vorletzten, das kann man mir ankreiden. Das ist mir aber egal, ob man mir das ankreidet oder nicht. Mir ging es um Team. Ja. Aber wenn der ging mir jedes Mal auf das Gleiche. Das ging mir auf den Sack. So, das ist, glaube ich, der kürzeste Part ever hier. Team komplett. Frieden! Das war's dann. Der Krieg ist vorbei. Zeit, Bilanz zu ziehen, den Schaden zu begutachten, neue Bündnisse zu schließen und dem früheren Gegner die Hand zu reichen. Ein Grund zur Freude? Und jetzt? Und jetzt? Das werde ich dir sagen. Du warst hier lange Jahre im Krieg. Deine Verlobte ist weg. Dein Zuhause ist ein Krater. Und du hast keine Chance auf einen Job als Zivilist. Was willst du jetzt tun? Willst du jetzt alles hinschmeißen? Nein, ein Soldat hat den Krieg im Blut. Und wenn es gerade keinen Krieg gibt, fangen wir eben einen an. So ist's recht. Solange die Politiker dieser Welt einen sinnlosen Konflikt anzetteln können, gibt es für uns auch immer einen Grund, einen sinnlosen Krieg zu führen. Unsere Gewehre rosten nie ein, so viel ist sicher. Keine Sorge, es gibt immer wieder ein paar heimtückische Feinde, gegen die wir in den Kampf ziehen können. Viel Glück, Kamerad! In Gedanken sind wir bei dir! Got this. Ihr seht schon, wir haben jetzt einen anderen Namen und wir haben wieder die Pinken und wir könnten theoretisch die nächste Mission machen. Ich zeige euch jetzt einfach mal, was passiert, wenn man das drückt. So traurigen Haufen gesehen. Ihr seid nur aus einem Grund hier und dieser Grund ist der Krieg. Ich sag's euch, der Krieg. Habe ich was im Gesicht, Rekrut? Dann schauen Sie nicht so, da kriegt man ja Albträume. Licht! Saustalasien, eine Inselgruppe im Südpazifik. Unsere Aufklärungseinheiten berichten von großen Schweinefraßvorkommen. Schnauze! Schweinefraß ist das Herzblut jeder Nation. Wer den Schweinefraß hat, hat die Macht. Und dafür kämpfen wir. Was genau bedeutet das für uns? Exakt. Und als Soldaten müssen wir in die Schlacht ziehen. Vernichten mit MGs, mit Bomben, Messern, mit unseren bloßen Händen. Ja, aber bevor der Spaß so richtig losgeht, erstmal noch ein paar lehrreiche Kurzfilme über alle Eventualitäten des Krieges. Film ab! Armeen marschieren auf, die Welt erzittert. Zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Magere Zeiten brechen an. Während unsere Soldaten in die Schlacht ziehen, geht es auch an der Heimatfront hoch her. Wir bauen große Bomben, Panzerknackerbomben und spezielle Bomben. Maßgeschneidert für jeden Einsatz. So ist's recht. Und denkt dran, Jungs, der Krieg wird auch zu Hause geführt. Für Drückeberger ist kein Platz. Mit ein bisschen Glück ist Weihnachten schon alles vorbei. Kenne deinen Feind
Äußerlich ein Schwein wie du und ich, das auch nur seine Pflicht tut. Aber schauen wir genauer hin. Sein Gehirn. Winzig, nicht wahr? Aber lasst euch davon nicht täuschen. Er ist ein verschlagener Teufel. Und ein Überlebenskünstler, genau wie ihr. Er kann sich durchbeißen und frisst so ziemlich alles. Ja, er verträgt so einiges. Der kleine Stinker. Wenn jetzt der Wind von Norden weht, dann setzt besser die Gasmasken auf. Die richtige Tarnung. Form. Hey, du da. Ja, genau du. Du fällst ja auf wie Bulette in der Salatbar. Versuch mal, dich zu tarnen. Reflexionen. Alles kann Licht reflektieren, von der Gürtelschnalle bis zum Fernglas. Merk es, bevor es andere tun. Umrisse. Kopf- und Schulterform sind unverkennbar. Selbst ein ungetarnter Helm zieht ungewünschte Aufmerksamkeit an. Lasst euch was einfallen. Geräusche. Verhaltet euch bei Patrouillengängen ruhig. Geräusche sind kilometerweit zu hören, besonders bei Nacht. Spart euch die Worte, lernt die Gesten. Wann immer es geht, sollte ein Handzeichen dem gesprochenen Wort vorgezogen werden. Schritt für Schritt zum Sieg. Unscheinbar, nicht wahr? Ein paar Stiefel wie tausend andere auch. Deine sind 5 Nummern zu groß, jammerst du? Natürlich, das Militär hat sich schon was dabei gedacht. Du da, setz dich und sperr die Lausche auf. Deine Latschen können dein Leben retten. Den kriegt so schnell keiner unter. Kugelsichere Stahlkappen, ein Muss. Und wenn gar nichts mehr geht, ein paar gut platzierte Stinkmauken treiben jeden Gegner aus dem Bunker. Dieser tapfere kleine Fußsoldat könnte den Krieg entscheiden. Streng geheim. Ein ganz harmloses Gespräch unter Kameraden, oder? Albert, hast du was von diesem supergeheimen Flugzeug gehört? Nein! Reiß dich zusammen! Bloß nichts ausplaudern! Der Feind hört mit, der Ausgang des Krieges könnte von eurer Verschwiegenheit abhängen. Zum Beispiel, was den neuen Kampfflieger Mark 13 angeht. Dieser Prototyp, konstruiert von unseren besten Wissenschaftlern, wird uns die Lufthoheit sichern. Gute Arbeit, Jungs, gute Arbeit. Sagt's nicht weiter. Erste Hilfe auf dem Schlachtfeld. Knochenbrüche sind meist leicht erkennbar. Viele Unfälle lassen sich durch Warnschilder verhindern. Wenn doch mal was schief geht, muss der Sanitäter ran. Einen Arzt zur rechten Zeit rettet, was noch übrig bleibt. Vorbildlich. Dann. Der Krieg ist vorbei. Zeit, Bilanz zu ziehen, den Schaden zu begutachten, neue Bündnisse zu schließen und dem früheren Gegner die Hand zu reichen. Ein Grund zur Freude? Und jetzt? Und jetzt? Das werde ich dir sagen. Du warst 4 lange Jahre im Krieg. Deine Verlobte ist weg. Dein Zuhause ist ein Krater und du hast keine Chance auf einen Job als Zivilist. Was willst du jetzt tun? Willst du jetzt alles hinschmeißen? Nein, ein Soldat hat den Krieg im Blut. Und wenn es gerade keinen Krieg gibt, fangen wir eben einen an. So ist's recht.
Solange die Politiker dieser Welt einen sinnlosen Konflikt anzetteln können, gibt es für uns auch immer einen Grund, einen sinnlosen Krieg zu führen. Unsere Gewehre rosten nie ein, so viel ist sicher. Keine Sorge, es gibt immer wieder ein paar heimtückische Feinde, gegen die wir in den Kampf ziehen können. Viel Glück, Kamerad! In Gedanken sind wir bei dir! Ja, das ist quasi der 100% Bonus, den man bekommt. Man sieht alle Videosequenzen frei. Wenn ihr den Namen da oben schon als Anfangsteam gibt, seid ihr auch wieder pink und dann schaltet ihr das auf, weil das ist eigentlich nur der kleine Zusatz. Also auf den Namen reagiert oder ist irgendwas auf der CD programmiert worden, was dann die Videosequenzen alle abspielt hintereinander. Ja, zwei Durchgänge gibst du, es gibt keinen dritten Durchgang. Was ich sehr, sehr schade finde. Also, na gut, nochmal eine Stufe ist schon richtig brutal. Wenn man dann die erste Mission dann denkt, dann kommt man ja schon mit Kaunieren an. Na gut. Was mich noch gefreut hätte, das dritten Durchgang zum Beispiel, was man noch machen hätte können, dass man mal die Seiten umdreht. Das wäre auch nochmal ein Reiz gewesen, glaube ich, weil man jetzt einfach mal in die andere Seite wäre. Ja, klar, dann hat man vielleicht ein paar Vorteile, aber man kann auch vielleicht mal die Ränge der Schweine von den anderen sehen. Oder was mich nur gefreut hätte, dass man im dritten Durchgang nochmal durchspielen hätte können, aber dass man bis zur Legende aufsteigen könnte. Da gibt es so viele Möglichkeiten, die man sich da noch einfallen lassen könnte. Vielleicht hat es auf der Kapazität der CD nicht mehr gepasst. Da gehe ich einfach mal stark von aus. Leider gab es nie Nachfolger, was mich sehr, sehr traurig macht, weil das Spiel macht immer wieder Bock. Das Spiel, wenn ich es irgendwo sehe in einem Let's Play, ich kriege sofort Lust auf das Spiel. Das ist so brutal. Und ich kenne keinen, der dieses Spiel gezockt hat und nicht davon begeistert war. Damals. Ja. Das muss ich wirklich sagen. Also jeder, der eine PlayStation 1 hat und ich erzähle Frontschweine, der sagt so, das Spiel kannst du, das ist so geil. Ja, so ist es auch. Also so empfinde ich es auch. Was ich an dem Spiel einfach so geil finde, sind erstens die Sprüche. Die sind einfach nur gigantisch. Sei es von... Jeder dazu, die Sprüche haben irgendwas. Dieser ganze Humor, der passt eigentlich nicht zum Krieg. Es ist eigentlich eine Gegensätzlichkeit, die sich magisch anzieht. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum dieses Spiel so erfolgreich war auf der PlayStation 1. Aber dieses gegensätzliche Krieg und Humor, komischen Humor teilweise auch, das passt nicht zusammen. Ja. Das ist einfach, die Missionen sind schön gestaltet, eine schöne Karte. Ich glaube, die ist sogar ein bisschen an der Weltkarte orientiert. Lass mich da jetzt keine Scheiße labern. Ja, aber ich glaube, das ist so ein bisschen orientiert. Ich glaube, Cap Kaiderkopf soll, glaube ich, Amerika darstellen. Soll Skalasien, das soll Europa, glaube ich, darstellen. Axland, das soll Afrika darstellen. Soll Skalasien, das soll hier Asien darstellen. Und ich glaube, Neutrokland soll Australien darstellen. So ungefähr, kenne ich. So glaube ich es ungefähr. So könnte man es ungefähr einteilen. Was gibt's noch zum Spiel zu sagen? Musik, gut. Man hat immer die gleiche Siegeshymne etc. Kann man diskutieren. Von der Grafik her, PlayStation 1, da kann man eh nichts erwarten. Das Waffenarsenal ist sehr, sehr unterschiedlich. Das mit den Rängen finde ich sehr gut gemacht, weil sie wiederum noch nicht so toll finde, ist dann nach der zweiten, dass sie dann alle zum Kampfgeier und zum Helden werden. Da hätte man sich vielleicht auch nochmal was einfallen lassen können, möchte ich aber nicht so stark kritisieren. Gut, was gibt's denn nach einem Spion? Ja, das ist ja die gute Frage. So, ich weiß nach einem Spion und nach einem Saboteur. Noch danach noch ein folgender Rang. Was soll er dann kriegen? Soll er dann 5 Dynamitstangen kriegen und 5 Minen und 5 Splittergranaten und... Ja, und was weiß ich noch alles? Und noch hier, HX-TNT oder wie, ja? So ungefähr müsste die Rangsteigerung sein. Und beim Spion sieht das sogar noch gefährlicher an. Der müsste... Ja gut, mit Kampfkeil machst du eigentlich auch nichts falsch, wenn du die Klassegranate dazu bekommst. Das schwierigste Level im zweiten Durchgang empfand ich jetzt auch, wie der Alex das schon mal gesagt hat, das ist Latrinendienst. Weil da hast du wirklich 5 Helden. 5 brutale Helden. Das ist wirklich, wirklich scheiße schwer. Das musst du irgendwie überleben. Von der ersten Luftschlag hast du noch einen Punkt. Zum Glück hast du diesen einen Punkt noch, habe ich mir immer gedacht.
Also Latrinendienst ist wirklich das Level im zweiten Durchgang, was ich als schwierigstes Level einsortieren würde. Hängesuche ich deswegen nicht als schwierigstes, wegen dem Brückentrick, den habt ihr gesehen. Ja. Im zweiten Durchgang war ich auch ein bisschen enttäuscht. Also von ein paar Missionen war ich enttäuscht, zum Beispiel hier Mission 20, wo nichts geändert wurde, gar nichts. Das waren alles nur Chirurgen und es kam auch nur Chirurgen runter. Das fand ich ein bisschen traurig, da ich mir mehr aufgehofft, genauso wie mit dem Versteckspiel. Das war also das, so Mission 18, das war das Versteckspiel und Mission 20, ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Heilpraktiker, genau, Heilpraktiker. Also da wurde ich im zweiten Durchgang richtig enttäuscht. Weil Versteckspiel habe ich mir schon gedacht, dass das alles Kampfkeile sind. Das waren aber alle Spione, was ich nicht verstanden habe. Und bei, ja, wie gesagt, beim Heilpraktiker, da waren es ja alles nur Kampfkeiler. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass man im Spiel das so programmiert hätte, wir befördern den Frontschwein, befördern wir nur, wir befördern die Kampfkeiler nur und befördern nur die Pyromaden. Den Rest lassen wir so. Aber so habe ich das, glaube ich, jetzt richtig gesagt. Und bei den Schweinen, die runterkommen, das war auch unterschiedlich. Zum Beispiel beim Giftmischer kamen Kampfkeiler hoch. Obwohl, es waren Pyromade, genau, es waren Pyromade, der runterkam. Da war es, da stimmte wieder die Regel. Bei den Spionen kamen sie nicht. Ich glaube, das ist die zweite Regel, die man beim zweiten Durchgang eingebaut hat. Aus Pyromaden machen wir Kampfkeller, aus Kampfkeller machen wir Helden. Aus Held bleibt Held und aus Frontschwein machen wir Schützen, aus Schützen. Also quasi die ganze Artillerie-Leiste hat man nur erhöht. Genau, die Artillerie-Leiste hat man nur erhöht, meine ich. Also vom dritten zum Kampfkeller, den. Sonst hat man auch alles erhöht. Man hat einen Scout zum Scharfschützen gemacht. Es gab aber nie den Sprung von Spion zum Kampfkeller. Es gab nie den Sprung von Saboteur zum Kampfkeller. Ist mir auch aufgefallen. Es gibt sau wenige Ingenieure und Saboteure in diesem Spiel. Als Gegner. Da fällt mir jetzt spontan Inselspringen nur ein. Wo es einen Ingenieur gibt. Das war's eigentlich. Das fällt mir jetzt mal gerade so ein. Das ist der einzige Ingenieur. Der Gegner hat nie einen Saboteur. Nie. In keiner Mission hat der Gegner einen Saboteur. Aber es wird nee. Es gibt wirklich nur einen Ingenieur und das ist bei Inselspring. Das fällt mir jetzt erst auf. Ja. Doch. Und man merkt so, dass man bei den Gegnern so mehr die Artillerieschiene eingebaut hat. Ja. Das merkt man auch. Die Artillerieschiene ist mal eingebaut. Aber jetzt, wo ich es gerade sage, ist der Gegner hat nur einen Ingenieur und das ist bei Inselspring. Sonst hat der Gegner nie einen Ingenieur oder einen Saboteur da unter. Hat er nicht, nein. Pionier, genau, das ist die erste. Hat der sonst nicht. Wenn ihr nochmal irgendwo was anderes seht, aber sonst fällt mir jetzt echt gerade einer, der nur ein einzigen. Das wundert mich jetzt gerade. Ich spiele das Spiel schon so lange, das fällt mir jetzt erst richtig auf. Im Let's Play fällt mir das natürlich auf, wo ich wieder die Hälfte erzähle und die Hälfte eh schon wahrscheinlich wieder abgeschaltet hat. Wenn nicht, schreibt der Hashtag von Schweine rein. Genau, was ich auch schön finde, ist, es gibt unterschiedliche Landschaften. Es gibt Wüste, es gibt normale Berge, Berglandschaft. Es gibt sogar ein Nachtlevel. Ja, in Haxland, Mission Nummer 5, es gibt sogar das gibt es. Das finde ich sowas von schön. Es gibt unterschiedliche Arten von Maschinen, Fahrzeugen, Maschinenlevel. Ja, wie heißen die Dinger? MG-Schgände, genau. MG-Schgände, Fahrzeuge, da gibt es so viel unterschiedliche Sachen, was man sich da einfallen lassen hat. Und jede Karte ist eine Abwechslung. Die erste Karte ist nicht die zweite ist nicht die dritte ist nicht die vierte, die vierte ist nicht die fünfte. Alles hat so irgendwas. Jede Karte ist irgendwo einzigartig. In dem Sinne, weil man kann nicht immer die gleiche Strategie verfolgen. Das habt ihr gemerkt. Ich konnte nicht sagen, der hat die gleiche Aufgabe, der hat die gleiche Aufgabe. Das ist das Schöne daran an dem Spiel. Es ist immer abwechslungsreich. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, das Spiel zu spielen. Das ist auch ein großer Pluspunkt. Man kann auch mal versuchen, nur mit Artilleristen zu spielen. Das habe ich einmal gemacht offscreen. Einmal. Ich habe das irgendwann abgebrochen, weil ich mit denen nicht so gut umgehen konnte. Aber das ist wirklich ein gutes Training für Airburst, Bazooka, Mörser. Wenn man das mal wirklich einmal durchzieht, dass man wirklich nur Artilleristen nimmt und mit denen dann nur durchspielt. Das ist dann eine Übung. Das ist dann wirklich eine Übungssache. Dann lernt man das auch irgendwann, einen richtig gut einzuschätzen.
Grafikkarte, habe ich Grafikkarte, Spielspaß. Spielspaß. Es gibt auch einen Multiplayer. Es gibt auch einen Multiplayer. Genau, den kann ich euch auch mal ganz kurz zeigen. Soll ich das abspeichern? Nee, brauche ich nicht. Es gibt ja auch den Multiplayer. Der kann auch unheimlich viel Spaß machen. Ja, genau. Man kann doch nur gegen die CPU spielen. Ich spiele es mal nur alleine gegen die CPU. Und dann gibt es hier auch unterschiedliche Karten. Habe ich auch früher gern gespielt mit Freunden und so. Ich weiß gar nicht, wie man die hier freispielt. Dumm gelaufen, Teil des Todes 2. Man kann sich auch was erzeugen lassen. Hier, per Schlacht Eigenbau. Dann sagst du Landmasse, alles, wenig, Thema. Schnee gibt's, genau, Schnee. Selbst vergiftet kann man. Felsig, genau, matschig. Matschig auch. Heide. Minen kann man einstellen, Höhe. Es ist sogar Fahrzeuge, viele, keine, gespiegelt. Was meint damit gespiegelt? Achso, dass es eine gespiegelte Karte ist. Der Himmel hier. Abend, da, Nacht. Genau, Nacht, Abend, Mittag gibt's düster. Bisschen Düsterheitslevel. Und hier Kisten. Das finde ich so schön. Und man kann sich auch das Level noch einrichten. Ja. Schweine plus ein, normal. Zeit pro Limit. Sogar 10 Sekunden kann man einstellen. Schlachtlimit. Das ist eigentlich nach Punkten, glaube ich, genau. Gesundheit doppelt, Sudden Death, ob es das gibt, irgendwann. Und Schwein wählen. Ich zeige euch das jetzt einfach mal. Ich mache jetzt einfach mal hier die Krabbeldecke. Genau. Und hier können wir jetzt das Team wechseln. Wir können quasi jetzt durchmachen. Und dann haben wir, wir können bestimmte Ränge machen. Wir können Fallschirmjäger, Pyromane, Scharfschütze, Ingenieur, Sanitäter, den Grenadier habe ich euch noch nie gezeigt. Ich habe euch insgesamt hier das noch nie gezeigt, fällt mir jetzt mal gerade ein, ne? Wisst ihr was, wir machen nochmal, wir machen einen 50. Part daraus. Oder ich mache, ich kann euch, genau, wir können nicht jeden Rang einmal machen? Doch, wir können mal jeden Rang einmal machen, okay. Aber das sagt mir jetzt auch nichts. Das finde ich auch schade, es gibt mehr Spieler, einen Rang mehr und da vergut Fallschirmjäger ist auch noch 9 Rang, ne? Ja, Nantedaristen habe ich jetzt nicht, okay. Ist auch wurscht. So komme ich zurück. Wir machen den nächsten Spieler. Das lassen wir einfach mal so. Da ist ein Artillerist dabei. Und dann mache ich, dann zeige ich euch das einfach jetzt einfach mal. Den Mehrspieler-Modus. Ja, dann haben wir das eigentlich auch abgearbeitet. Wenn ich schon dabei bin, jetzt hier noch ein kleines Feedback zu machen oder ein Fazit. Online-Modus, das, na gut, das gab es damals noch nicht. Aber das müsste zum Beispiel der heutige Teil einfach haben. So, oder so ein Koop-Modus, das ist ja auch so nice. Ein richtiger neuer Koop-Modus, wo du wirklich zu zweit wirklich spielen kannst. Die Story. Einfach wieder 25 Karten durchspielen kannst. Wenn es wirklich nochmal einen Nachfolger gibt, dann ist eigentlich schon Online-Modus komplett Pflicht. Ja, PlayStation 4 und sowas schießt mich tot. Genau, hier sagen sie noch Sprüche, wenn die Zeit knapp wird. Genau. Stimmt, hier sagen sie es auch noch. Ich weiß gar nicht, welche Mannschaft bin ich denn jetzt eigentlich? Ich habe jetzt mal bewusst nicht die Deutschen genommen. Okay, rot bin ich auch nicht, aber mich die Grünen, genau. Wenn man jetzt mal, was der eine dafür Waffen hat. Es war, wie gesagt, 2008 mein zweiter Teil angekündigt. Ja. Und das macht wirklich Spaß mit mehr Spielern hier. Und ihr seht schon, die sagen echt andere Töne. Ja, genau. Aus 5 Meter Entfernung. Ich glaube, der hat Clustergranate oder so, oder? Das wäre aber auch nochmal ein interessanter Rang gewesen. Ja. Der hat Clustergranate. Der hat noch eine Haxi. Und den Granatwerfer, den sieht man gar nicht. Der Granatwerfer ist, glaube ich, so eine exklusive Waffe, die es nur hier gibt. Bei, die Zeit wird knapp. Den es nur hier gibt. Ja? Den Granatwerfer gibt es, glaube ich, wirklich nur hier. Im Mehrspielermodus. Klar, die haben noch den Jetpack, glaube ich. Aber das ist der Mehrspielermodus. Ja? Also den Granatwerfer gibt es wirklich nur im Mehrspielermodus. Den gibt es im Einzel gar nicht. Ja, Sonderbonus. Und dann gibt es hier sowas, wie viele Gegner man gekriegt hat. Freund frittiert, das gibt natürlich Minuspunkte, ob man gewonnen hat. Sonderbonus, was ist ein Sonderbonus? Ach, der Schwein des Tages. Ah, okay, passt. Wahrscheinlich der am meisten Schaden gemacht hat. Wird es wahrscheinlich sein. Ja, das kann man bis zu 4 Spielern machen. Wenn man mal eine Lust auf eine Party hat, dann...
Wenn man Lust auf eine Party hat, Entschuldigung, muss ich gut gähnen. Wenn man Lust auf eine Party hat, dann eignet sich das schon. Dann passt das eigentlich. Ja, das war's eigentlich von dem Spiel. Das war Let's Play Frontschweine. Ein sehr, sehr teures Spiel heutzutage für die PlayStation. Aber jeden Cent wert. Auf jeden Fall. Wer es noch nicht gespielt hat und das Let's Play gesehen hat und Lust drauf bekommen hat, zockt's wirklich. Das ist eigentlich der Worms-Vorgänger. Der Worms-Vorgänger ist es eigentlich, ja. Worms ist ja nicht so mehr. Gibt es schon in 3D? Ich weiß es gar nicht. Kann ich auch in den Kommentaren mal fragen. Aber es ist wirklich so Worms 3D. Frontschweine. Ach, die Demo gibt es ja auch noch. Die Demo. Nee, aber das war's eigentlich von diesem Let's Play. Wenn der erste Part hochgeladen ist, dann ist das schon längst aufgenommen. Also das Projekt ist fertig aufgenommen und ist noch nicht ein Part oben. Und ich habe das jetzt am fertigen Tag, haben wir es am 6.4. aufgenommen und ich glaube mit Alex die erste Session, das war Anfang März, also einen Monat habe ich noch dran gesessen. Ich muss dazu sagen, dass ich auch jetzt zum Schluss richtig Gas gegeben habe mit dem Aufnehmen. Das ist brutal gewesen. Also ich habe jetzt, heute habe ich glaube ich, ja, 3,5 Stunden habe ich heute das Spiel schon wieder gezockt. Das ist 3 Stunden Aufnahmematerial, die ich nochmal rendern darf. Und dann habe ich gestern auch noch 2 Stunden, so 5,5 Stunden Aufnahmematerial, ja. Die ich jetzt noch rendern darf und ich denke mal, dann wird das Projekt auch bald losgehen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Falls Alex das hört, viele Grüße an Alex. Ich denke mal, dass du das hören wirst. Wenn nicht, ist das auch nicht schlimm. Aber er hat zu mir gesagt, er will sich den zweiten Durchgang bei mir angucken. Deswegen gehe ich mal stark davon aus, dass du das auch hörst und meine Meinung mal zu dem Spiel hörst. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, lasst ein Abo da, gebt einen Daumen nach oben, schaut meine anderen Projekte, teilt diese Videos und was es sonst alles gibt, favorisieren, das ist ja das alte Kram. Aber ich möchte auch nicht zu lange Werbung machen. Ich bedanke mich, wir sehen uns bei einem anderen Projekt wieder. Haut rein und es war die nur, bis sie durch ist. Ciao!